Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Heute sind wir wieder im Online-Modus unterwegs in einer weiteren Challenge. Wir müssen, also vor allem ich muss heute die Farbe Blau vermeiden. Schauen wir mal. Die Flugrampen, also die Beschleunigungsrampen zählen ja nicht als rot, aber die Flugrampen sind eindeutig blau, genauso wie die Antigravitätsrampen-Dinger da. Schwierig, sage ich mal. Ich würde sagen, dass beide die Anti-Gravity-Rampen und die Flugrampen als blau zählen. Ja, es kann sein, dass das Video auch wieder sehr schnell enden wird. Bevor das Video aber endet, sage ich das, was ich eigentlich die letzten drei Folgen schon sagen wollte. Falls ihr Challenge-Vorschläge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, damit ich auch mal ein bisschen Inspiration habe und nicht nur immer alles bei Creepy Produce klauen muss. Die Videos sind, also seine Videos sind in der Videobeschreibung von mir verlinkt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall. Und falls euch gefällt, was ihr seht, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mehr sehen wollt, beziehungsweise weitere Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und so wie ich rede, könnte ich einfach perfekt als Stewardess arbeiten. Und diesmal muss ich gar nicht schneiden, weil es geht direkt los und wir konnten die ganze Zeit mit meinem Gelaber überbrücken. Blau gilt es zu vermeiden. Let's go. Die Itemboxen zählen nicht als blau, genauso wie ich auch nicht auf die bunten Karten von den anderen Charakteren achten werde, um zu schauen, ob die blau sind, da die eben einfach viel zu bunt sind, als dass ich da auf die Schnelle drauf achten könnte, um sie zu vermeiden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber die Strecke scheint ziemlich gut zu sein. Und die blauen Funken unter meinen Rädern, wenn ich drifte, zählen auch nicht als berührtes Blau. Oh, hier muss ich aufpassen. Ansonsten ist die Strecke, glaube ich, ziemlich einfach zu überleben. Tja, Opfer. Ein grüner Panzer. Wegen einem grünen Panzer ist ja schon mal. Na, danke, du Affe. Wegen. Oh, dem blauen Panzer muss ich auch ausweichen. Es hat geklappt. Wegen dem grünen Panzer ist ja schon mal die. Ist schon mal eine Challenge beendet worden. Hier habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Lasst euch davon aber nicht ablenken. Genauso wie ich es nicht tun sollte. Und kann ich mal bitte in Ruhe fahren? Ich werde hier auf dem 9. Platz vom roten Panzer getroffen. Mein Beileid an die Person, die auf dem 10. Platz den roten Panzer bekommen hat, um den 9. Platz damit abzuschießen. Das nenne ich mal eine ungerechte Itemverteilung in Mario Kart. Oh, ein Boomerang. Genau. Ein Boomerang ist übrigens auch blau, wie ich ihn gerade gesehen habe. Auf den muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. Boah! Hilfe. Ja, apropos Boomerang. Da vorne fliegt er. Und ich habe einen Blitz, das ist eine erfreuliche Sache. Die Trommel konnte ich jetzt leider nicht als Abkürzung nehmen. Aber dafür kann ich jetzt hier alle nach den Items schön wegblitzen. Ich habe nicht darauf geachtet, ob ich irgendjemanden einen Shock Dodge gegeben habe, aber das ist mir jetzt gerade mal egal, da ich auf dem zweiten Platz bin. Sehr schön. Und, das war mal wieder ein bisschen knapp. Aber vielleicht habe ich hier Glück und krieg sogar noch den ersten Platz, was vielleicht auch die Punkte wieder gut machen würde, die ich in den letzten drei Farbchallenges verloren habe. Hier bitte aufpassen. Sehr gut. Jetzt kann es eigentlich nichts mehr wehtun. Außer ein letzter blauer Panzer nochmal. Oder ein Boomerang. Aber da einfach ein bisschen aufpassen. Und hier abkürzen und dann mit den letzten Pilzen ins Ziel fahren. Und wir haben die erste Strecke erfolgreich abgeschlossen. Das ist noch nie passiert bei meinen Challenges, dass wir eine Challenge erfolgreich abschließen und eine Strecke überleben. Naja. Gut, dann, falls es euch interessiert, solltet ihr jetzt nochmal meine Punkte sehen. Und dann schneide ich wieder und es geht mit der nächsten Strecke weiter. So, hier haben wir mal wieder das Käseland und diesmal müssen wir nicht gelb vermeiden, deswegen sehen wir diesmal auch, wie die Strecke aussieht, obwohl ihr die bestimmt eh schon alle kennt. So, mir ist gerade aufgefallen, während ich gewartet habe, dass ich bei meinem Handy einfach die Videoaufnahme pausieren kann und quasi das Video live schneiden kann. Hilfe. Was ziemlich praktisch ist, was ich bei den anderen Videos nicht gemacht habe, weshalb ich das bei den anderen Videos noch nachträglich machen muss, bei allen zukünftigen Videos aber live.